JaffaTaster.com is episode 2320. It's about the mana picnic sticks, black and white, and the mana picnic sticks, caramel and crisp. So, yeah. It's at certified cocoa in both of them. And it's, yeah, 6 bars in total. Here, like, the quality guarantee. Okay. So I guess let's do straight the unboxing. So it comes in 3 2 packs. Here we go. Next one, please. Okay, and don't know Mana. Mana is like an Austrian waffle producer. It's called, the waffle is called the Neapolitana, like a hazelnut one, but this are like new kits on the block, new flavors. I think this is cocoa. I think this is actually a Oreo inspired waffle. I'm not totally sure. I haven't tried this before, of course. So looks gorgeous. And now this looks like Twix, but of course it isn't Twix. Yeah, have you been to Austria? How do you like it? Yep. Yeah, they look both very different. And they smell awesome. Especially this one. It's a very distinctive smell. The cocoa one is not smelling that much. So let's get the knife. This will be an awesome cutting. What do you think about the junk food taster cutting procedure? So, first cut. Alright, let's zoom in here. Second cut. Get the waffle profile. And what's the missing cut? There is must three-dimensional, so there must be 3 cuts, and this would be then the third cut. Yep. So now you know. I think I do the tasting before I go to the cocoa one. Mm-hmm. Yeah, crispy. But it's more like a distraction, I would say. Some are very interesting. I think a little bit addictive, but not my taste. I'm letting these guys the draw. Let's continue with the cocoa ones, the black and white. So, first. Second cut and third cut. So there we are, let's taste it as well. Not completely different. This is like, you know, mana, like from the mouth feeling. Yeah, it's super delicious. This is a winner. I think this one here is over-engineered. Chocolate coating, caramel, and then the super crunchy bits here. A little bit too much. And this is straightforward. Yeah, Spartan. The way the Spartan would do a waffle, I don't know. The Spartans. Okay, this is definitely a very big winner. Nice stuff, nice flavor. Okay, have you tried these, one of these, or both? What's your opinion about them? How would you rate them? And I'm doing German summary. Yeah, in Austria they speak German, so. Well,
Das sind die Mana-Waffeln. Ich habe beide jetzt gleichzeitig gemacht. Ich bin gar nicht mehr so ein Fan davon, alles one by one zu machen. Ich hoffe mal, es gibt nur diese zwei Geschmacksrichtungen, nicht noch eine dritte oder vierte. Ja, genau. Das sind zwei total unterschiedlich. Also dieses hier ist eigentlich eine klassische Mana-Waffel. Das heißt zwei Komponenten, Waffel und Creme. Wobei man hier jetzt hat man eine Kakaowaffel gewählt. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Kakaowaffel ist, denn sie ist dunkel. Und schmeckt super. Hat das totale Mana-Feeling. Wunderbarer. Nicht unbedingt wie Oreo. Aber diese Kekstückchen oder diese Waffelstückchen dann so im Mund zu haben, ist richtig toll. Das Karamellteil ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber auch eine. Also eine Schokohülle, dann noch hier solche Dinger. Dann hat es noch solche super, also wie Daim fast. Solche Krokantstückchen. Das ist und dann so einen ganz harten, also was heißt harten, so einen Karamellgeschmack. Es hat so eine Art süchtig machenden Geschmack auch drin. Wie man es kennt vielleicht von Moment. Von Knoppers oder von Hanuta und so. Aber dieser Karamellgeschmack, also das sollte nur jemand machen, der auf Karamell richtig gut klarkommt. Ja. Genau. Und diese kleinen Knusper-Elemente, die finde ich eher stören, als dass sie jetzt pushen. Deshalb das Draw. Ja. Ja, zwei sehr unterschiedliche Brüder. Die haben jetzt diesen UTZ Certified Kakao. Ja. Also wer da Probleme hat beim Schokolade kaufen und trotzdem eine Schokolade kaufen will, der sollte vielleicht auf dieses Label, auf dieses Zertifizierung achten. Ja. Genau. Ja, habt ihr sie probiert? Würdet ihr euch meiner Meinung anschließen? Ja, ansonsten gibt es weiter nichts zu sagen. Macht ihr es schon mal in Österreich? Genau, und das, was ganz interessant ist, hier lernt man, also Verpackung wäre nie langweilig, hier lernt man, dass Manna ein Familienunternehmen ist. Ja. Ist ja ganz interessant, das ist alles Englisch hier. Picnic, Sticks, Caramel, Crisp. Und dann findet man Englisch gar nicht hier in der Liste. Oder habe ich es übersehen? Nee, ich glaube, ich habe es nicht übersehen. Wahrscheinlich haben sie für England eine komplett eigene Verpackung oder so. Genau, das war die Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.